wir bitte kurz festhalten, wie gut diese Brust gerade aussieht, Alter? Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade so meine kleine Phase, dass ich gerne so größere Boobies zeichne. Doch, ich weiß warum. Aber jedenfalls, die hat halt auch ein bisschen mehr Oberweite. Und dieses Dekolleté sieht einfach so scheiße gut aus, jetzt mal im Ernst. Und ja, damit willkommen. Jetzt endlich mal bei Tag. Ja. Die Skizze werde ich dann gleich mit Buntstiften machen. Weil bei ihr habe ich gerade so das kleine Problem. Ich bin einfach die ganze Zeit so am gedanklichen Hin und Her springen beim Design, also ihrer Kleidung. Wohlgemerkt nur ihrer, ich sag jetzt mal, Ausgehkleidung, weil für ihre Arbeitskleidung habe ich dann nochmal andere Kriterien. Leider Gottes. Ich habe also bestimmte Sachen im Kopf und ich hasse es, mit einer Vorstellung arbeiten zu müssen, weil das dann immer so ewig dauert. Und bei ihr ist das halt leider echt der Fall. Ihr Körperzeugs, kein Problem. Siehe meiner Konzeptskizze hier. So, da habe ich die Kleine gekritzelt und ja, ich mag so. Außer beim Schweif, den Schmuck, da hab ich noch. Bin ich noch nicht so sicher, wie ich das mache, egal. Aber der Rest ist voll meins. Und wie man vielleicht sieht, hat sie Holzthema. Beziehungsweise sie ist eine sogenannte Yangzhou. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Yangzhou? Ganz einfach gesagt, die Rasse dreht sich um diese japanischen Laternen und die gibt es ja in vielen verschiedenen Varianten. Und da dann zum Teil auch bestimmte, ich sag's mal, Verwendungen. Und ich habe mir halt Holz genommen, weil ich und mein Holz. Hier bitte das Lied einfügen. Ich habe keine Ahnung, ob mich Copyright ankacken würde, wenn ich es einfügen würde. Also lass es mal lieber. Wenn ich dran denke, packe ich den Link in die Beschreibung. Ansonsten kannst du nichts anderes tun. Aber so Holz ist schon immer so das Material, was ich am geilsten finde. Und deswegen natürlich mein erster Charakter Holz. Die verbreitetste Art ist Papier. Aber ich finde die Trails hier halt einfach um Welten schöner. Und sie hat auch ein Astloch hier in der Schulter. Weil dann können sich dicke, fette Vögel da reinsetzen oder so. Ich glaube, ich werde Eulen machen, weil Eulen sind Love. Ich liebe Eulen. Apropos Eulen. Das ist ein Radiergummi. Den habe ich schon so ewig, aber ich weiß nicht. Ich habe einen Radiergummifimmel. Das hier ist auch ein Radiergummi. Ein riesengroßer Erdnuss. Ich liebe Jumbo-Radierer und allgemein Radierer, die halt so eine, ich sage es mal, Special-Form haben, wie zum Beispiel die Eule oder ein Pilz oder weiß der Geier was. Die habe ich auch in Gelb. Aber also die Eule werde ich niemals benutzen, das weiß ich jetzt schon, weil Eulen sind doof. Ich kann die nicht abnutzen. Das geht einfach nicht mit meinem Gewissen überein. Aber zumindest bei dem bin ich schon mal hier dabei. Ich weiß nicht, ich habe so voll den Kauftick bei Special-Radierern. Die brauchen einfach nur irgendeine normale Form als halt einfach dieser Block. Wobei ich sagen muss, es gibt doch einen anderen Radierer, der einfach ungefähr genauso groß ist wie meine Fernbedienung. Aber ein bisschen fetter und ungefähr so hoch. Und da steht einfach nur drauf Big Mistakes. Und solche flachen Sachen reizen mich auch immer voll, aber so groß zeichne ich nicht und da ich bisher echt nur sehr selten auf A3 gezeichnet habe, nutze ich das auch nicht, aber ich liebe ihn. Ich glaube, ich habe den mal gekauft, schon mal mit eines geschenkt, weil er einfach so toll war. Immer noch ist, aber naja, wie gesagt, ich arbeite nicht wirklich auf A3, da finde ich es ein bisschen sinnlos. Aber ja, funktioniert wunderbar. So. Gehen wir mal kurz die Notes durch. Links kurz geschoren, also die hat ja wirklich kurz geschoren. Mit kleinen Cutouts, also hier diesen Einstellungen, sage ich jetzt mal. Aus dem einfachen Grund wegen diesem Geäster, was sie auf der Seite hat beim Ohr. Sie ist übrigens ein Pferdchen. Sie hat einen leicht muskulösen Body. Sieht man halt am meisten an den Schultern, die sind breiter als so üblich. Also sie hat so ein, ich sag jetzt mal, so eine Haarform. Normalerweise hast du ja immer so dieses Dreieck, sprich
Hier ist es am breitesten und da am dünnsten und dadurch hast du halt die Gesichtserlaugung hier unten. Ja, hier ist es halt die sogenannte H-Form, sprich Hüfte und Schultern sind ungefähr gleich breit. Ja. Und sie hat halt so sichtbare Halsmuskeln. Ja, man sieht gar nicht, dass ich total gern Rinde zeichne. Hier als Handschutz eigentlich nicht, aber da und dann nochmal. Oh, das habe ich voll vergessen. Ich wollte ja. Ups. Okay, dann kann sie halt nur eine lange Socke auf einer Seite haben. Ich wollte ihr eigentlich Dings geben, aber scheiß drauf, dann hat sie halt hier nackig, aber dann dafür da. Weil auf der Beinseite ist zumindest mal nichts, nur oben, aber da kann sie ja dann die Leggings an. Nee, die Kniesocke. Kniesocke anziehen. Und hier ist es dann eine der vielen Designideen. Ich habe aber immer wieder wegradiert, deswegen wird man jetzt leider nicht alle sehen, aber zum Beispiel ist die ja eigentlich gar nicht mal schlecht, aber für mich ist das so weder noch. Ich mag das, aber das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, es überzeugt mich nicht. Die Jacke ist eigentlich auch okay, aber es überzeugt mich nicht. Naja. Ich habe ja mal kurz notiert, was ich da allgemein elegant gehalten. Also sprich nichts Fluffy Raffi, nicht meinen geliebten Rock. Also Rüschendöns eher weniger. Und dafür halt eng geschnitten, weil elegant ist für mich immer ein Kopf eng geschnitten. Ich glaube, ich werde da nicht die Einzige sein. Und obwohl sie einen guten Bubi-Ausschnitt hat, ist es bewusst hochgeschlossen geschnitten. Weil sie halt, sie sagt sich so, verborgenes Reiz auch. Also wenn sie da immer eng anzogen, das hast, dann siehst du ja auch genug Rundungen und die werden auch reizen, weil sie wirklich viele Rundungen hat. Und genau, sie hat immer ihre Schultern bedeckt, weil sie es doch so ein bisschen unangenehm findet, wie die Leute gerne gucken, weil sie halt eben diesen muskulöseren Körper hat. Und wenn sie unterwegs ist, hat sie oft ist sie auf der Seite zwar immer ärmellos, aber hat einen durchsichtigen Stoff drüber, sodass halt trotzdem irgendein Tier sich da reinpflanzen kann. Und auf Arbeit wiederum ist es andersrum. Ich bin mir doch nicht ganz sicher, ob ich die Schulter bedecke, aber das wird auf jeden Fall ein Ärmel, weil damit will sie sicher gehen, dass sich nicht aus Versehen ein Tier da reinsetzt, während sie arbeitet. Sie wird sowas wie Schreinern oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher beim Job, aber auf jeden Fall Handwerk, wo sie dann auch halt wirklich zu tun hat und deswegen halt auch der Körperbau. Und daher will sie dann die Vögelchen sichern und deswegen wird es dann auf Arbeit zu sein. Und, aber es kann sein, dass sie dafür dann einen schönen Ausschnitt hat. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das war eine weitere Idee. Und eigentlich ist es auch schön. Nur irgendwie war es dann auch wieder so, weder noch. Ja. Aber es ist halt vor allen Dingen wegen hier hinten, weil. Ich weiß nicht. So ja, aber hier oben ist so. Ja. Das war halt dann die Jackenidee, weil ich in, weil es halt keine wirkliche Jacke war, aber keine Ahnung. Eigentlich sieht es ja ganz schön aus, aber ich war nicht so wirklich überzeugt. Ich hätte halt gern gehabt, dass sie eine Jacke vorne hat, sodass, wenn jemand ihr, ich sag jetzt mal, nah genug kommt, sie dann öffnet also, oho. Sag auch eine andere Idee, aber. Ganz ehrlich, es war mir einfach zu. Warte. Es war mir zu. Es ist hier zu förmlich. Wobei ich aber diesen Abschnitt hier echt gerne mag. Nein. Nein. Moment. Und bei dem habe ich mal mein. Eigentlich das erste Mal meinen Konzeptsketch eingefärbt und ich weiß, es sieht. Ja, wunderschön aus. Ja. Wie gesagt, das ist mir dann jetzt gerade erst wieder aufgefallen, dass das ja nicht geht. Also wird das Seitenvertausch, wird das hier so. Also auf der Höhe enden. Und wie ihr seht, ist so sozusagen ein, ich sag es mal, Cutout. Und dann kommt so ein kleines Rüschengedöns. Ich habe das mal bei einem Aussie reingemacht und seitdem will ich das irgendwie über reinknallen. Aber das ist erst die zweite. Also neben den anderen Aussie jetzt noch keiner bekommt. Deswegen darf sie das haben. Hier ist halt die Jacke. Die ist zwar diesmal nicht ganz geschlossen, aber trotzdem, wenn sie es dann aufmacht, hast du einen besseren Ausblick als zu. Und ich sag mal so, es ist ein, finde ich, guter Moment.
Schöne Kombination aus den beiden. Das habe ich halt versucht. Ja. Das Gesicht ist mega niedlich. Also ich mache immer nur diese Augen, wenn es nicht wichtig ist mit der Mimik, aber die sind voll süß, muss ich sagen. Aber hier habe ich dann halt auch mal überlegt wegen ihr Haar. Ich hatte von Anfang an rote Haare bei ihrem Kopf, schon allein, weil ich die Haarfarbe echt selten vertreten habe. Wie ihr seht, ich habe halt wirklich nur wenig aufgedrückt. Das sollte halt wirklich einfach nur zum Entwickeln sein. Und weil siehe hier, ich mich gerne auch im letzten Moment umentscheide. Und dann sollte ich halt noch drüber werken können, beziehungsweise größtenteils rausradieren. Da bringt es nichts, wenn ich dann so rausschmiere. Ja, wegen den Ärmel überlege ich nochmal. Ja, es ist nicht die optimalste Lösung. Dann ist mir das Problem aufgefallen, als ich dann später geguckt habe, ich kann ja da eigentlich nicht den Handschuh geben, weil ich ja da den Rinde habe mit Moos unten drunter. Ich bin auch im Überlegen, ob ich es dahin packe. Aber eigentlich wollte ich ganz gern, dass man von diesen, warte, wie nennt man das? Ich sage es mal Genital, was sieht. Natürlich Gold. Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Deswegen mache ich halt gleich die HVD-Lo dazu. Und ja, dann halt noch zu ihrer. Wie gesagt, sie sind alle Laternen und Holzlaternen sind so Stehlaternen. Und das ist halt, wenn sie ihre Laternenform annimmt, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass sie halt einen Tiertrait hat, also ein Tiermerkmal, muss man sich ein Zeichen dafür aussuchen. Du musst jetzt nicht japanisches Zeichen dafür nehmen oder so, aber ich habe es halt. Ich habe mir sozusagen ein springendes Pferd als Vorbild genommen für diese Hütte und dann so wie ein japanisches Schriftzeichen aussehen lassen, weil halt die Rasse sehr Japan inspiriert ist. Und ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Hier. Aber ja, ich mag halt wirklich gern die Rückenaussicht. Und meine mag es halt immer bei Spezies-Charakteren. Die haben ja immer so viele Trade-Möglichkeiten. Und ich möchte halt sehr gern, selbst wenn man jetzt denkt, oh, ich bin so voll, mach die von hinten oder nackt, am Arsch, da kommen trotzdem noch Details dazu. Weil ich mag es halt immer den Körper so mit. Gemix, ich sag das mal, Gemix zu verzieren. Tja, es macht Spaß. Und ich zeichne unglaublich gern Pflanzen und Holz. Natur ist ein wunderschönes Thema. Kann zwar manchmal echt nervig sein, aber ein wunderschönes Thema. Und ich nehme dafür keine wirklich teuren Bullshit. Also, ich habe, wie ihr ja wisst, habe ich die guten Polychromos. Ich habe mir auch, naja, letztens, ist auch schon wieder einige Monate her, noch ein paar Zusatzfarben geholt, wie zum Beispiel Türkis und so ein Geiz. Aber ich habe die bisher noch nicht wirklich ausprobiert und gerade für solche Dinger, ich weiß nicht, mir sind die Polychromos zu schade, weil die kosten nun mal auch. Gerade wenn du halt wirklich mehrere brauchst, geht das schon gut ins Geld. Obwohl so ein einzelner jetzt nicht so teuer ist. Ich nehme stattdessen von, ach, nicht Kaino. Moment. Von Montmartre, die Buntstifte. Und bevor sich jemand wundert, es sind die Heiligen. Es ist die das Verhältnis von den Heiligen Phantasia-Buntstift, die ich persönlich kacke finde. Also, eigentlich wird sie von der Zeichner-Community so ein bisschen gehypt, sage ich jetzt mal. Mir persönlich sind sie zu hart. Also, ich zerreiß gefühltes Papier nur damit. Daher sind die für mich voll durchgefallen und in meiner Ramschkiste mit anderen Buntis gelandet, die nicht so überzeugten. Stattdessen habe ich halt die Montmartre reingetan. Siehe hier. Weil ich halt, ich mag die mehr. Es gibt zwar so ein, zwei Farben, wo ich sage, da hätte ich mir mehr Farbspread rum gewünscht, aber für den Preis ist es okay. Ich weiß es gerade echt nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe halt bei so einer. Beinahe so ein Sponsoring in dem Sinne mitgemacht. Hat halt eine Künstlerin mehrere Künstler zusammengetrieben, dass man die Buntstifte testet. Und nichts kaputt machen. Habe ich halt unter anderem beworben in dem Sinne und wurde auch genommen und habe es dann halt getestet. Und auf dem Papier finde ich, funktionieren die echt gut. Nur auf meinen Zeichenkarton, wo ich ja eigentlich vorwiegend arbeite, leider nicht. Also da kommt echt nur wenig Pigmente aufs Papier. Also da brauchst du schon weicheres, sag ich jetzt mal. Leider. Aber hey, für solche Sachen ist es auch gut. Und
Ich bin fast fertig mit dem Ding, also können wir da auch demnächst durchgehen. Ich überlege gerade. Ja, dann habe ich nur noch ein so ein Skizzending, dann ganz alles Papier. Kann ich dann demnächst wieder aufnehmen und ja. Ich sollte jetzt endlich mal anfangen zu colorn, weil sonst geht das auch wieder sehr lange wie immer. Aber ich versuche den Zeitrahmen. Ja, ich versuche unter eine Dreiviertelstunde bis maximal eine Dreiviertelstunde. Ich verspreche nichts, ihr kennt mich. Ich bin gut, wenn ich eine halbe Stunde schaffe. Ja, auch so, ich habe die Videos immer nebenbei laufen und gucke jetzt nicht die ganze Zeit bewusst hin und finde die halt selbst angenehmer einfach. Tja, klar, so kurze Videos können auch geil sein, je nachdem, wie derjenige das veranstaltet, aber ich bin dann doch lieber für den, die längere Videos haben, dass ich nebenbei gucken kann, so ein bisschen Unterhaltung habe, wenn ich allein vorkomme und so und jo. Wie gesagt, ich fange jetzt endlich mal an. Kurz was anmerken. Ich habe schon wieder eine Nachricht bekommen. Leck mich. Ich mache den Part jetzt erstmal. ich wollte, also ich habe eigentlich immer noch rote Haare bei ihr vor Augen, was ich ja auch schon vorher angesprochen habe, aber irgendwie sieht das gerade, ich muss gerade aufpassen, wie ich es halte, weil ich gerade so die, ich sage jetzt mal, Selfie-Kamera anhabe. Ja, okay, so passt das. Das sieht mehr aus wie so ein Magenta und nicht wie ein Rot. Und das Gelb war einfach nur, weil ich schon weiter Haut verwendet habe und scheiß drauf, der Bayerisch hält den Effekt ein, auch wenn es eigentlich nicht sein sollte. Aber das sieht mehr aus wie Magenta und nicht wie Rot, finde ich, was so ein bisschen schade ist. Aber eigentlich wäre so ein Magenta mit pinken Strähnchen auch was. Aber, ach.
Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde dann noch mal ein kleines Artwork mit ihr machen, wo sie dann zum Beispiel auch dieses, sag jetzt mal, jackenähnliche Oberteil hat. Und dann halt mit Copics, weil Copics und Buntstifte schaffe ich nie eins zu eins die Farbpalette. Da ist es dann immer noch mal ein bisschen anderer Unterschied. Und apropos, ich wollte ihr eigentlich so ein bisschen gepoint geben und nicht volle Lotter. Aber an sich passt es echt schön, muss ich sagen. Und was ich aber am niedlichsten finde, was mir so random eingefallen ist. Moment, ich muss gerade wieder die Kamera richten. Es ist schwierig. Die eine weiße Ohrecke wollte ich die ganze Zeit und eigentlich wollte ich die andere dafür nur braun lassen, aber weil ich ja eh schwarz-weiß eingearbeitet habe, hat sie dann hier die weiße Spitze und hier die schwarze Spitze. Ist voll süß, oder? Ich finde es jedenfalls mega süß und ich mag die Seite total. Es wird extrem ungewohnt sein, dass ich nur eine Seite mit Haar habe, aber ich muss sagen, mir hat es echt Spaß gemacht, die zu zeichnen. Und ja, seid ihr eigentlich so frisurentechnisch, ich sag jetzt mal, mutig, egal ob jetzt beim Zeichnen oder in echt? Also beim Zeichnen, ja, da tobe ich mich echt unheimlich gern aus, aber bei mir selbst gerade Pferdeschwanz und ansonsten eigentlich auch, wenn überhaupt nur geflochten oder Pferdeschwanz, wenn ich ganz, ganz, ganz viel Lust habe, dann mache ich mir vielleicht an der Seite so dünnere Strähnen geflochten und dann zum Zopf. Aber mehr auch nicht. Und dort halt auf Arbeit, weil aus hygienetechnischen Gründen, ich arbeite halt mit Lebensmitteln. Aber ich habe echt nicht die Nerven für mich selbst dafür. Ich weiß nicht, ob. Ich denke mal schon, dass es mir mehr Spaß machen würde bei anderen. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, wenn ich dann meine eigenen Charaktere nach Cosplayer wegen Wigstyle, ob ich da alles hinbekomme. Aber an sich habe ich schon so ein bisschen Bock drauf. Nur bei mir selbst. Es tut, finde ich, relativ schnell weh, so eine Strähne mal hochzuhalten, dass, wenn du sie dann eben hochsteckst, nicht so einen komischen Knick hat an der Seite. Ja, das ist eigentlich so der Hauptpunkt und dann halt diese Fitzelei und wenn du dann irgendwo nur so eine kleine Strähne siehst, die rausgeht und alles andere ist normal und schön, das triggert einfach so hart. Also mich zum Beispiel, ich meine, ich bin nicht mal ansatzweise perfektionistisch bei meinem Aussehen. Ein Scheiß bin ich da. Aber bei sowas ist so. Triggert! Nein! Yeah! Man hat die Handbewegung nicht gesehen. Yeah! Jetzt. Ja. Und ich brauche persönlich. Wenn ich mich wiederhole, tut mir leid, ich laber immer random bei dem Zeug. Ich arbeite. Aber ich mache mir jetzt meine Spassentum, pinke Haare strähnen mit einarbeiten. Ich arbeite immer random bei solchen Sachen. Prost. So, da wird die pinke Strähne sein. Ach, jetzt bin ich schon wieder voll raus, was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich das Flechtmuster, also in dem Sinne diese Strähne, richtig einarbeite, weil du kannst ja nicht blind links, rechts immer machen, weil so ein Pferdeschwanz ist ja nur mal. So, für die Kerle, falls welche zugucken, ihr lernt jetzt, wie man flechtet. Moment. Machen wir es mal so. Dann sieht man es eher. So. Das sind, sagen wir jetzt mal, das sind die drei Harnsträhnen. Dann nimmst du, entweder fängst du von links oder rechts an. Nimmst die eine Seite darüber. Dadurch verschiebt sich aber die Strähne nach da außen und du hast eine neue Mitte. Dann nimmst die andere Seite, schiebst sie darüber und die verschiebt sich nach außen. Jetzt hast du wieder eine neue Mitte. Im Prinzip wechselt sich die Mitte mit jedem neuen Flechtelein ab. Und dadurch ist es halt gerade, wenn du ein oder zwei Strähnen da in dieses Muster einarbeiten willst. Ich tue mir gerade dünn mit Pink so vorzeichnen, wo dann die hellere Strähne ist, damit ich die nicht übermale. Die richtig einzuarbeiten ist echt scheiße tricky, weil die verschiebt sich halt, wie gesagt, und es sind ja auch nur dünne Strähnen. Es ist nicht so, dass ich einen kompletten Block Pink habe oder zwei komplette Blöcke Pink, sondern die sind immer irgendwo in diesen, in Anführungsstrichen, Blöcken. Also erster Block, zweiter Block, dritter Block. Das macht es halt echt wieder schwierig. Und da gehe ich halt rein nach Gefühl. Aber es sieht halt echt geil aus, wenn da immer wieder so eine andersfarbige Strähne auftaucht.
Habt ihr gefärbte Haare? Ich ja. Ich habe nämlich von Natur aus das sogenannte Straßenköterblond. Und nein, ich sehe diese Farbton nicht als Beleidigung. Ich glaube, manche sehen es als Beleidigung, wenn man es sagt. Aber ich habe nun mal diesen Blondton, wo sich die Gene dachten, der eine Teil hat blond, der andere Teil hat schwarz oder ein sehr dunkles Grau. Ja, packen wir mal beides zusammen. Sieht doch so geil aus. Ja, es ist genauso schön, wie wenn jemand Haut mit Grautönen colort. Und das nicht, weil er zum Beispiel eine Atmosphäre, eine, ich sag jetzt mal, leidliche Atmosphäre erscheinen will, weil derjenige halt einen hart in Skabe ist oder so ein Scheiß, sondern das normal macht mit Schwarz, einfach blind den Schatten setzt. Das sieht immer echt für farbtechnische Aspekte unästhetisch aus und mein natürlicher Farbton ist auch nicht so geil. Also, der einzige Grund, warum ich färbe. Und ich habe halt braun, wie man sieht. Ich hatte auch mal lila, was nach 2 Wäschen aussah wie Magenta. Hat sehr gut gehalten. Ich hatte auch mal blond. Bei meinem hellen Farbton hatte ich wirklich mal blond. Da, ich bin ein Kellerkind. Und ich sollte jetzt eigentlich mal weitermachen. Ich hatte auch mal blond und wirklich ein richtiges helles Blond. Nicht so von wegen, ja, mal so ein bisschen blond, schadet nie. Nein, es war volle Lotte blond. Es war das sogenannte Aschblond. Und shit, Alter, wenn ich jetzt noch Fotos davon sehe, ekelhaft. Entschuldigung, aber nein. Ich kann nicht verstehen, wie ich das gemacht habe. So jetzt im Nachhinein. Am allerliebsten würde ich mir schwarze Haare machen, aber ich wiederhole, ich bin ein Kellerkind. Ich will nicht in einen Horrorfilm mitspielen. Ich habe leider echt nicht den Farbton für schwarze Haare. Leider, leider. Ich liebe Schwarz. Es ist meiner Meinung nach die schönste Haarfarbe, die es gibt. Ich weiß, im allgemeinen Ranking sind es eher Blondinen. Manchmal auch Brünetten, aber die leider eher seltener, wobei ich sagen kann, wie man sieht, das eher bevorzuge. Aber so am allerliebsten habe ich wirklich schwarz. Es ist einfach so die geilste Haarfarbe, die existiert, finde ich. Aber ich kann sie mir nicht färben. Ich hatte mal buntes Unterhaar, genauer gesagt, war es so ein sehr, sehr dunkles Braun, so Richtung Walnussbraun, aber halt wirklich so dunkel, dass es fast wie schwarz aussah. Zumindest wenn es halt wirklich jetzt kein Licht drauf schien, sah es aus wie schwarz, aber dann, wenn halt ein bisschen Licht drauf schien, hast du gesehen, ah, okay, ist kein Schwarz, ist einfach nur ein sehr dunkles Braun, weil mir die Friseurin natürlich abgeraten hat. Die hat gesagt, nee, tut mir leid, aber nein. Ich kann dir das Braun anbieten, aber Schwarz habe ich nicht mit meinem Gewissen. Ich kann sie verstehen. Leider. Habt ihr so Wunschhaarfarben, die ihr euch echt gerne machen würdet, aber wo ihr sagt, das würde einfach nicht mit meinem Typ zusammenpassen? Sei es, weil man zwar die Haarfarbe toll findet, aber an sich pottenhässlich. Mein Fall halt Haut. Oder ich trage zu bunt. Oder ich trage halt jetzt nicht immer eine bestimmte Farbpalette. Und wenn ich dann jetzt aber meine Haare danach, keine Ahnung, sagen wir mal blau farben würde, dann bist du ja schon so ein bisschen eingegrenzt farblich, was die Klamottenwahl belangt. Und ja, deswegen sagt ihr, ich würde es ja gern färben, aber leider passt nicht mit meinem bunten Klamottenstil zusammen. Das ist bei mir. Eigentlich war es bei mir immer so, dass ich buntes Oberteil und dann einfarbige Hose, aber mittlerweile habe ich in letzter Zeit echt sehr viele schwarze Sachen gekauft, so dass ich heute zum Beispiel ein kleines Emo bin. Gleich dazu mehr. Also Foto oder Video, was ich immer auf Bock habe. Ich will nur zu Ende labern, bevor ich den Faden verliere. Ungewollt. Es ist halt wirklich alles schwarz, weil sie haben meiner Meinung nach in letzter Zeit die bunten Sachen voll verkackt. Die sahen entweder kindisch als fuck aus oder es hat einfach farbtechnisch meiner Meinung nach gar nicht harmoniert. Und bah, ich bin eine Color Bitch, Alter. Ich hasse es, wenn es farbtechnisch nicht harmoniert. Das ist so für mich. Nein, geht nicht. Ja, ich habe gerade schon wieder ein gutes Stück gelabert. Ich glaube, das Video wird lang genug.
Sollte mir noch was einfallen, werde ich es dann rüberlegen und hoffen, dass mein Mikro mitspielt und das nicht so sehr crunch wie bei dem einen Video und seitdem ich es eigentlich gelassen habe. Aber wie gesagt, die Videolänge soll sich nicht so krass sprengen und ja. Jetzt noch mal schön am Tag noch mal gefilmt und nicht nachts jeden Teil des Videos. Egal. Gehen wir der Tradition nach und noch mal einen kurzen näheres Umschweifen. Und ja, man hätte sauberer arbeiten können, aber ich war dann von mir selbst ein bisschen angepisst, weil ihre Haare sollten eigentlich rot sein, die Binkensträhnen waren halt spontan, aber es sieht für mich vor allen Dingen magenta aus. Es nervt mich so ein bisschen, muss ich ja sagen. Und das sollte, also gelb sieht man, dann sollte eigentlich orange kommen und dann rot. Aber es sieht jetzt mehr aus wie rot mit so Lichtschein-Effekt-Gedöns und nicht wie orange. Finde ich eigentlich als Einzige, dass eigentlich ist ja Orange an sich eine schöne Farbe, aber es ist so eine Pissnake an Farbpalette, weil du dann, weil man aus Versehen entweder leicht es wie ein zu rötlich aussehen lässt, sage ich jetzt mal, wie dieser Fall, oder man macht halt zu viel Licht, also gelb, und dann hast du eigentlich mehr gelb als Orange und siehst es vielleicht auch eher als gelb an. Und nicht halt so orange, was man sich eigentlich gedacht hat. Es ist einfach nur eine Pissnecke, meiner Meinung nach. Mich nervt das gerade echt so dezent. Aber naja, was soll ich tun, ne? Ja, ich hoffe, ich habe trotzdem ein kleines, ja, Speedpaint und Gelaber gefallen. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar. Und wenn das Ganze nicht ganz so nervig war, dann könnt ihr mich ja auch abonnieren. Ich verspreche mal lieber nicht, in genau spätestens 2 Wochen wieder was zu machen. Ich versuche es. Es kann auch sein, dass früher mal was kommt. Aber ich garantiere nichts. Ich versuche nur so im 2-Wochen-Takt zu bleiben. Und ja, weil ich muss mich jetzt erstmal an neue Arbeitszeiten gewöhnen und das ist dezent anstrengend. Auf jeden Fall, habt noch einen schönen Tag. Könnt mir gerne mal einen Kommentar lassen, wie ihr sie findet, so farbtechnisch und designtechnisch. Wie gesagt, ich bin so. Die Haut wurde zwar ungewollt dunkler als eigentlich geplant, aber es sieht ganz schön aus. Nur halt, wie gesagt, dieses Rot-Magenta-Gedöns ist so mi, mi, mi. Und dann
dann halt das Orange hier. Ich höre jetzt einfach auf rumzuhören. Muss keiner hören. Also wie gesagt, einen schönen Tag noch. Ich habe noch ein paar andere Videos, die bestimmt inzwischen aufgeploppt sind. Man sieht sich, man hört sich, eventuell hoffe ich. Und ja, goodbye.